Guter Plan. So, dann komm mal her. Lana, gibst den Mond ins Gesicht. Ich hoffe, du hast alles gezeigt übrigens. Ja, ich habe jetzt alles gezeigt. Okay. Hm. Von Magie mal abgesehen. Ja, ja. Ja. Krieg ich eh nicht voll. Hm. Du verhöhnt, hey. Und Lana hat Goldmaterial getroffen. Schön. Na, geht doch. Und er hat die Tat geklärt. Schön. Ah, Girahim. Weiß nicht, gegen Einzelgegner ist er voll cool, aber wenn es mehr werden. Nee. Ja, so langsam. Seht ihr nochmal den Größenvergleich? Ja. Ja, ne? Wunderbar. Fee abgehakt. Ja, das ist was so klar, dass es kein A wird. Ja. Hab ich zu sehr rumgefailed. Lana ist Umhang. Ach ja, eine Skulpturladen auch. Stimmt. Inzwischen eine Menge Bilder angefangen, aber noch keins wirklich abgeschlossen, oder? Hm. Hat eins abgeschlossen? Glaub nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall schon mal schön. Rang A-Sieg mit Zelda. Das ist schön. Mit Zelda muss ich nämlich auch noch ein bisschen was zeigen. Jo. Oh, Spaß, Spaß, Spaß. Ich sagen, spielt doch gleich mal Zelda. Denn Zelda hat zwei neue Waffen bekommen. Habe ich ja hier noch was. Habe ich eigentlich inzwischen mal das Naginada gezeigt? Das hast du mal gezeigt, oder? Möglich, ja. Ich glaube schon. Das Naginada hatten wir schon. Weil Lana hat übrigens auch ein neues. Neue Waffen bekommen, nämlich das Portal, das muss ich dann auch irgendwann nochmal zeigen. Und Zelda hat nämlich zwei neue Waffen bekommen, nämlich den Taktstock und den Kopierstab. Und die sind beide extrem cool. Muss ich eigentlich noch zeigen. Das war's dann so ziemlich, ne? Ja. Jo. Ja, und halt mit Namen muss ich auch noch zeigen. Also dann Zelda, Taktstock, los geht's. Ich kann Spaß mit Volga haben. Da haben wir übrigens auch, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen schnell gedrückt, die zweite und dritte Stufe seiner Waffen freigeschaltet. Extrem cool. Und extrem stark. Mhm. Ach, das ist wieder so eine Mission. Ja, ja. Würde ich sagen, ich zeige jetzt einfach mal so die Angriffe. Ich kümmere mich nochmal ums... Zelda kämpft mit dem Taktstock, was ich extrem cool finde. Ach nein! Ich glaube, die hat auch. Selbe Steuerung wie die Fee. Fang ich mal mit dem Einser an. Ja, den kann ich gar nicht mehr, den mach ich so selten. Ja. Oh shit, oh shit! Fuck! Wieder bin ich die Gegner angespawnt, Hilfe! Ja, das hat mich leider gerade gehittet. Beim Zweier. So und so und so. Was erinnert mich das? Gita Hero! Genau! Was? Ja! Und so eine Leiste. Gita Hero. Gita! Okay. Und die kann man so ein bisschen lenken. Die ist drin. Der Dreier war das mit dem Windstößen, genau. Das ist sie dann wegdasht. Der coolste ist eindeutig der Vierer, weil die dann einen großen Wirbelsturm als Zeug. Wusch. Wunderschön. Kann den Wirbelsturm nicht irgendwie noch verstärken, war das? Ja. Der Fünfer ist auch so ein kleiner Wirbelsturm. Ja, der Vierer ist eindeutig am höchsten. Huch! Ich wurde getroffen. Von irgendwas. Sehr gut. Wow. Mit der Flasche. Alter. Warum Arang, ne? Das klappt bestimmt. Machen wir dann nochmal die Mission. Ich zeige jetzt einfach. Was ich so kann, auf einen starken Angriff. Spielt sie das so blöd? Die Hymne des Sturms. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Los. Und ja, mit dem starken Angriff können wir so einen Wirbelsturm erzeugen. Also so Wirbelstürme. Ja, das war gut. Wow, Bibos. Schwind.
Ja, und dann kann man so den Wirbelsturm lenken. Und das war's. Die Mission ist echt schlecht zum Zeigen, aber gut. Und wenn man mit den normalen Angriffen die Gegner gestunt hat, kann man mit dem starken Angriff einen stärkeren Wirbelsturm fangen. Will ich mal, ob ich es irgendwie schaffe. Ja, sie sterben ja hier alle, das ist gerade die Mission. Ja. Beste Mission mal wieder zu zeigen. Ja, ich dachte mal wieder Spaß mit seinem Drachen. Wie kommst du drauf? Ach, schön. Der Drachen, mit dem man sich überhaupt nicht leicht hitten lassen kann, übrigens. Schließe einfach die Mission ab. Das ist wieder so eine Mission. Kann man nichts zeigen? Die war auch immer die beste Mission, ne? Jo. Grandios. Was ist getroffen? Ich war getroffen. Hi. Vor allem bei der Mission mag ich immer mit dem Taktstock rumzulaufen, weil der so eine extreme Range hat. Nach vorne hin. Huch! Spawn Gegner neben mir, Hilfe! Jo. Hilfe! Schwindet! Soll die nicht irgendwo. Na gut! Noch 5 Stück. Zack, zack, zack! Nein! Oha! Hab ich einen Gegner, was? Jetzt. Ach, das ist Bimus. Oh, ich hab noch einen. Da. Ja, das war der letzte. Ach, den Bimus muss man gar nicht killen. Hi. Na schön, wir sind noch wieder. Ein paar hundert Kills auf meiner Waffe. Dieses Freischalten immer, Leute, ich sag euch. Ich hätte mal den neuen Skin zeigen können, ne? Mit Zelda, wenn ich schon mit Zelda spielen. Ja, noch mehr Herzteile für Zelda. Hey. Eispfeile. Schön ist das. Ja, so ein bisschen zurück. Zeige ich nochmal den Taktstock? Oder nicht? Eigentlich ja schon. Ja, hier können wir nicht weitermachen. Machen wir denn weiter? Rang A-Sieg. Was ist das? Verstärkung. Oh, klingt gut. Wollte ich gerade sagen, dann auf geht's. Mein nochmal den Taktstock oder nicht? Meistens ist es nicht. Ich habe eigentlich alles gezeigt. Bis auf die. Also halt auf den starken Angriff. Es wird halt so ein größerer Wirbelsturm. Mein Gott, das ist lang. Kostüm so übrigens. Spektakulär ist es nicht. Und wir machen. Ich zeige euch mal den neuen. Kostüm übrigens. Ach ja, Kostüm. Das ist richtig. Kostüm. Richtig. Dankeschön, dass Sie mich erinnern. Ja. Und ja, ich zeige jetzt den Kopierstab und der Kopierstab hat ein paar interessante Mechanics. Obwohl, ich müsste gleich das da machen, ne? Na komm. So, jetzt zeige ich euch noch diese wunderschöne Waffe hier. Schaut es euch an. Cooler Speer, der cool ist. Ich habe noch stärkere, aber ich will erstmal freischalten. Ja. 1300 noch. La, la, la. Master Quest Regeln haben wir dir nicht schon mal gezeigt?
Na klar. Oder generell ein bisschen die Master Quest Karte? Na klar, wenn du das Kostüme gemacht. Stimmt. Im LP. Oh. Vor mir ist gleich wieder eine Menge Spaß, wie ich sehe. So, Zelda hat mit dem Kopierstab erstmal ihre normalen Angriffe. Die sind noch nicht sonderlich spektakulär, sind halt. Ja, fuchteln halt ein bisschen mit ihrem Stab rum. Aber das Interessante daran ist, wenn man eine Attacke macht. Zum Beispiel ein Dreier. Dann spawnt sich so eine riesen Statue. Ja, das ist auch noch nicht sehr spannend, aber man sieht. Ich habe da halt so eine Leiste ablaufen. Und mit der Leiste, wenn ich jetzt normale Angriffe mache, dann spawne ich nämlich die Statue und die greift genauso an, wie ich angreife. Das macht einfach nichts Damage, wie man vielleicht erahnen könnte. Und das macht die Waffe so unglaublich krass, weil man quasi zwei Angreifer hat, die gleichzeitig angreifen. Das ist toll. Das war mit. Und das kann man auch mit. Es gibt zwei verschiedene Beschwörungen. Es gibt auch noch so eine kleine Beschwörung hier. Kann man auch ergreifen lassen. Aber ich finde die große Statue eigentlich immer cooler. Coolere Angriffe drauf hat. Was geht denn da oben eigentlich schon wieder ab? Krabbelmin! Oh! Ich wollte eigentlich nur. Okay. Stufenaufstieg! Das hatten wir schon lange nicht mehr mit Volga. Ich wollte eigentlich einen starken Angriff zeigen, aber das war der Schwach. Okay. Der Kramhühner muss sterben, wie gehört, ja? Ja, der Drache angeflogen. Die Fistel ist eigentlich erobert? Ja, ist sie. Irgendwo läuft noch ein Timer ab, wo? Ja, vermutlich mal wieder im Hauptquartier, hm? Oben Mitte. Oben Mitte. Bis ich dort bin, ist es vorbei. Auch mal wieder. Ja schön, haben wir gleich wieder verkackt. In der Titan ist das alles scheißegal. Der macht sein Ding. Genau. Bleib stehen. Komme was wolle, ich bleib stehen. Das war mit der Zweier, glaube ich, oder? Der Vierer? Keine Ahnung. Oh, das wird knapp, das wird knapp! Aha, das wird knapp, das wird knapp, knapp. Wow, war das knapp! Nein, nein! Oh. Oh, letzte Sekunde! Da war das ganze Hauptquartier, die hätte ruhig explodieren können. Jetzt geht einer ins Hauptquartier. Oh, welche waren das jetzt? Das ist der 2 auf jeden Fall. Wum. Ist auch interessant, weil das von eine große Statue. Drei habe ich schon ganz am Anfang gezeigt. Ist auch interessant. Ems. Möchten wir wieder Gegner spawnen? Danke. Das ist ein sehr befreiter Gegner der nächsten Festung. Halt mal die Krabbelmine auf, wo auch immer die ist. Aber machst du es nicht selbst? Weil ich hier gerade kämpfe und du näher dran bist. So, jetzt kann ich auch in die Richtung. Hallo Krabbelmine, ne? Komm her! Oh, hallo Pyroma, ne? Hier will ich mich aber eigentlich gar nicht anlegen. Oh, komm doch her! Alter, komm doch her! Du Drecksding! Was ist denn hier eigentlich los? Warum sind hier so viele Gegner? Weil da unser Hauptquartier ist. Alter, beobachte. Nein, lass das! Welche Festung ist Krabbel Mini jetzt schon wieder eingedrungen ins Hauptquartier, oder? Ja, ich verfolge doch die ganze Zeit. Na, ich dachte nur nicht, dass hier irgendwo eine zweite rumguckt. Jawohl, okay. Hey. So, bei welchem Angriff war ich jetzt? Bei 4, glaube ich. Ach komm, ich zeig erstmal den Stand. Schwupp. Yay! Ach, ich mag den, der ist toll. Ich bin eigentlich beim Vierer. Achso, okay. Wumm.